Ganz herzlichen Dank und einen ganz herzlichen Gruß aus der Uni Stockholm. Ich möchte gerne ein Buch vorstellen hier. Es heißt Gemeinsam für die Zukunft, Fridays for Future und Scientists for Future. Und ich habe es geschrieben, David Fopp, zusammen mit Isabel Axelsson und Lukina Tille. Man kann es sehr gut im Gymnasium lesen, denke ich. Aber es ist vorangedacht auch für die Lehrerinnen, für das ganze Lehrpersonal, für die Eltern, eigentlich für alle. Ist in einem wissenschaftlichen Verlag erschienen, Transkript Verlag, deswegen verdienen wir nichts dran, ist sozusagen in dem Sinn kein Werbespot, aber ich bin natürlich, wir sind alle dafür dankbar, wenn es Verbreitung findet. Ich habe es geschrieben als Assistenzprofessor an der Stockholmer Uni hier, zusammen mit den beiden jungen Klimaaktivistinnen, die damals ins Gymnasium gingen, als der Streik anfing, als Greta hier angefangen hat zu streiken und jetzt an den Unis studieren, Umweltwissenschaften und Geografie. Und es erzählt die Geschichte eigentlich von Fridays for Future und von Scientists for Future vom ersten Tag an im Herbst 2018 hier in Stockholm. Und ich sage immer, es ist eine Art von dokumentarischem Abenteuerroman. Es ist nicht nur ein Fachbuch, sondern es ist wirklich aus der Ich-Perspektive heraus erzählt. Und wir schildern alles, was passiert, alle Gespräche, die wir geführt haben, über die Klimakrise, was ist die Klimakrise, was ist die ökologische Krise, was ist Politik, was könnte Politik sein, was ist Ökonomie, was ist Wirtschaft, was ist Bildung, Nachhaltigkeit und wie könnte man es vermitteln, wie könnte man es unterrichten, wie könnte man auch unterrichten, vermitteln, was es heißt, ein politisches Subjekt zu sein, als Kind und als Erwachsener. Diese ganze Geschichte verflechte ich dann mit meinen Workshops und Seminaren an der Uni hier, über die ich gebe für Lehrerinnen, über Nachhaltigkeit, über Demokratie, Global Citizenship. Wir arbeiten hier ganz viel auch mit künstlerischen Mitteln, darstellendem Spiel, Musik, Tanz, Literatur, allem drum und dran. Und die Frage ist auch wiederum hier, was ist Bildung für Nachhaltigkeit? Und so pendeln wir eigentlich die ganze Zeit hin und her, chronologisch vom Beginn der Bewegung, reisen dann auch nach Madrid ans COP-Meeting und so weiter und pendeln dann zurück hier an die Räume der Stockholmer Uni. Und das Zentrum des Buches ist sozusagen die Frage, ja, wir brauchen Fakten. Wir müssen wissen, wie ernst die Klimakrise ist, wie ernst die ökologische Krise ist, aber wir müssen es so verstehen, dass wir mit unserem ganzen mit der Fantasie dabei sind, als soziale Wesen, als Wesen, die in ganz konkreten Kontexten leben, die diese Kontexte auch verändern können. Und so, dass wir diese manchmal auch sehr düstere Zukunft bearbeiten können mit unseren Gefühlen und im sozialen Zusammensein. Und das Zentrum ist dann, oder die Grundfrage ist, wie können wir uns sehen als Teil von dem Geschehen? Nicht nur der Natur gegenübergestellt, der Gesellschaft gegenübergestellt, sondern als Teil dieses Geschehens, das wir auch verändern können, als aktive globale Welten Mitbürgerinnen. Und damit möchte ich eigentlich auch schon abschließen, also mit der Überlegung, was heißt es, ein politisches Subjekt zu sein, als Kind und als Erwachsener und zusammenzuarbeiten, um dem Planeten untereinander Sorge zu tragen.